Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem der Aktionär TV Interview. Wir schauen jetzt auf die technische Entwicklung des deutschen Leitindex und dazu begrüße ich Petra von Kersenbrock von der Commerzbank. Schönen guten Tag, Frau von Kersenbrock. Ja, am Dienstag, da hat der DAX ja noch im Tagesverlauf, ziemlich zu Beginn des Tages, ein neues Allzeithoch erreicht. Davon hat er sich mittlerweile aber wieder deutlicher entfernt. Eine gesunde Korrektur aus Ihrer Sicht? Eine Korrektur würde ich das jetzt erstmal noch nicht nennen. Was wir eigentlich machen, ist so seit Anfang Mai, seit der Topstar, eine Konsolidierung. Und diese Konsolidierung sieht aus technischer Sicht trendbestätigt nach oben aus. Das Problem, was der DAX jetzt zuletzt hatte, ist, dass er mit dieser Vorgabenbörse nach oben gesprungen ist. Das heißt, wir hatten Käufe im frühen Geschäft, das heißt auch viele Shortdeckungen oder kurzfristige trading-orientierte Positionen. Und dann fehlten die Anschlusskäufe. Das heißt, dann bröckelt es im Verlaufe des Tages immer wieder ab. Und diese Gaps, die wir da so reißen bei Vorgabenbörsen, das heißt, wenn wir da mit einer Lücke nach oben springen bei der Eröffnung, die schließt der DAX eben sehr, sehr gerne, bevor er diese Konsolidierung, die nun schon einige Tage und auch Wochen andauert, wirklich nachhaltig nach oben verlässt. Auf welche Marken müssen die Anleger dann jetzt kurzfristig achten? Naja, kurzfristig bleibt weiterhin diese Widerstandszone 12.950, 13.000. Das ist so die, mit der der DAX im Moment arbeitet oder kämpft, weil die 13.000er Marke ist ja auch eine runde Marke. Auch die ist psychologisch immer auch als Widerstand zu sehen. Nach unten haben wir hier diesen Aufwärtstrend. Solange der intakt ist, ist auch die Gesamthosse weiterhin ganz klar intakt. Der Zyklus. Wir haben ja neue All-Time-Highs gemacht beim DAX und wenn er nach dieser guten Rallye der letzten Monate eigentlich eine Pause und eine Konsolidierung macht, dann ist das in Ordnung. Und auch dieser Trend, den wir hier in dem kurzfristigen Bild sehen, ist eben auch eher ein kurzfristiger, der ist eher seit etwa Februar intakt. Die längerfristigen, die sind auch noch lange intakt. Das heißt, selbst wenn es darüber hinaus ginge, was ich nicht erwarte, würde das noch nicht eine mittelfristige technische Eintrübung bedeuten, sondern nur eine kurzfristige Ausweitung der Konsolidierung. Sie haben uns ja noch einen zweiten, einen längerfristigen Chart mitgebracht. Was lässt sich daraus ablesen? Ja, da möchte ich einfach zeigen, diese sehr schöne Hosse, die ich eben schon beschrieben habe, läuft eigentlich seit dem Jahreswechsel 2016, 2017. Und wenn man sich das anschaut, da sind kaum nennenswerte Korrekturen. Korrektur ist immer dann, wenn ich mal einen Kursrückgang von 15% im Index verzeichne. Wir haben nur ganz wirklich Mini-Konsolidierungen gesehen. Hier sieht man, wie klein die sind. Und was ganz interessant ist, vor etwa einem Jahr hatte der DAX so eine recht langfristige, aus kurzfristiger Sicht betrachtet, Trading Range etabliert zwischen 10.200, 10.800 Punkten. Das heißt eine Range von 600 Punkten, die ebenfalls diesen trendbestätigenden Charakter nach oben aufwies. Also wenn wir so eine Range jetzt aufmachen, dann darf man sich da nicht wundern, darf man nicht enttäuscht sein. Das ist eine ganz gesunde, normale Konsolidierung nach diesem monatelangen, wirklich fast pausenfreien Aufwärtsbewegungen der letzten Monate. Was sind denn aus Ihrer Sicht in nächster Zeit die fundamentalen Impulsgeber, die Anleger beachten sollten? Ja, das ist nämlich genau die Frage. Wir hatten jetzt die Berichtssaison, wir hatten die Dividendensaison. Was weiterhin sicherlich die Impulse liefert, ist die Zinspolitik. Die EZB wird weiter locker bleiben und das wird hier sicherlich weiter Impulsgeber sein. Viele Wahlen hatten wir ja schon, es kommen weitere Wahlen. Das ist sicherlich etwas, wo die Märkte hinschauen. Aus technischer Sicht immer die Earnings der, aus fundamentaler Sicht die Earnings der Unternehmen. Wie gesagt, die Technik deutet darauf hin, dass das, was wir im Moment machen, trendbestätigend nach oben ist und dass eben jetzt eher eine Pause ansteht. Viele Sektoren, zum Beispiel Technologie, sind sehr, sehr weit nach vorne gelaufen. Was auch impulsgebend sein könnte, ist, dass die Sektoren, die so Nachläufer sind, zum Beispiel die Automobile, die ja im DAX sehr stark vertreten sind, wenn die anspringen sollten, dann sollte das dem DAX mal richtig wieder gut Kraft geben, nach oben anzugreifen und ein schönes neues Kaufsignal zu machen. Sie waren ja eh bei Ihren jüngsten Interviews bei uns immer bullish. Das hat sich nicht geändert, nehme ich an. Wir bleiben bullish. Wir sind im Hosse-Zyklus beim DAX. Wir haben neue All-Time-Highs gemacht.
Unser Kursziel war ursprünglich 13.000 für das Jahr. Das sehen wir jetzt eher als ein bisschen zu wenig an. Aber man muss sagen, seit Anfang des Jahres ist natürlich auch schon ein bisschen was eingearbeitet. Wenn es jetzt eben langsamer geht, darf man nicht enttäuscht sein. Langfristig bleiben wir auf jeden Fall bullisch und diese Konsolidierung ist trendbestätigend nach oben. Petra von Kersenbrock, dann vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Soweit dieser kleine Blick auf den deutschen Leitindex. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.